Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und jetzt schaut mal, wir haben Eisen dabei und können uns teleportieren. Es hat endlich geklappt, ich freue mich sehr. Hab's jetzt gerade vor 2 Minuten zum Laufen bekommen. Ja, ich brauchte nochmal direkt den Mod, der das macht. Ich hatte irgendwie nur so das Programm oder was auch immer runtergeladen und installiert, was überhaupt möglich macht, Mods zu installieren. Und ja, das brauchte ich nochmal einzeln, das hatte ich so nicht gefunden. Jetzt habe ich mir nochmal ein paar YouTube-Videos angefunden und in einem war zum Glück direkt ein Download-Link mit drin. Und ja, es klappt endlich, ich freue mich sehr. Vielen Dank nochmal an alle, die mir dabei geholfen haben und in die Kommentare geschrieben haben, was ich tun kann. Ich werde nochmal gucken. Es waren jetzt doch auch ein paar andere Tipps dabei, wie man das eventuell lösen könnte, dass ich euch nächste Folge oder so mal einblende. Nur aktuell sieht es bei mir zeitlich immer ganz, ganz schwierig aus. Deswegen nicht böse sein. Wir machen mal ganz kurz unser Inventar leer. Und dann fangen wir endlich an, das ganze Eisen mal herzuholen. Damit wir unser ganzes Zeug upgraden können. Ich freue mich sehr, dann können wir eventuell auch schon die ersten Schwarzmetall-Sachen produzieren. Obwohl wir, glaube ich, nur 8 Stück hatten. Das heißt, das wird nicht ganz reichen. So, jetzt ist unsere sonstiges Kiste leer. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten ja die verwitterten Knochen mal nehmen und mit zu den Knochen packen. Macht ja eigentlich Sinn. So, die Moltebeeren packen wir auch mit bei den Früchten rein. Eine ganze Menge Holz auch zusammengesammelt. Das ist eigentlich ganz cool. Wenn wir wieder irgendwas bauen müssen, haben wir schon wieder einen kleinen Vorrat. Die Samen noch raus. Hier oben haben wir auch noch ein paar Knochen. Und dann sieht es doch gut aus. Ich werde nochmal ganz schnell unsere Waffen reparieren. Wir müssen unbedingt was futtern. Und wir müssen auch unbedingt mal wieder Würstchen und Möhrchensuppe machen. Da sieht es nämlich aktuell gar nicht so geil aus, was unseren Bestand angeht. Aber naja, dafür haben wir eine ganze Menge geschafft. So, wir müssen hier vorne durchs Portal. Ach, ich freue mich so, dass das endlich funktioniert. Das macht uns das Leben um einiges einfacher. Oder mir zumindest. So, 9 Stück davon haben wir. Und wieder zurück. Ach, und es funktioniert einfach. Ist das nicht schön? Cool, dann können wir die direkt in den Schmelzofen werfen. Dann machen wir noch zum Knochenwanst. Da haben wir ja noch das ganze Eisen rumliegen. So, haben wir noch Kohle. 9 Stück sind drin, das wird nicht reichen. Hä? Oh oh, das wird wohl gar nicht im Schmelzofen gebraten. Da bin ich jetzt einfach so von ausgegangen. Aber da brauchen wir bestimmt noch irgendwas Besseres. Schade. Na gut. Dann doch noch keine ersten Schwarzmetallgegenstände. Da muss ich da wohl nochmal nach der Folge etwas googeln, wie wir das verarbeiten können. Das war mir natürlich jetzt nicht klar, aber egal, es geht ja erstmal um das Eisen. Dass wir hier unser ganzes Zeug mal hochleveln können. So, Knochen war die Portalkennung. Oh, ich hoffe, er hat jetzt schon verbunden. Bitte, 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 bitte. Nein! Ah, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Scheiße, das ist mir schon mal passiert. Wenn ich das Ding jetzt noch Knochen war nenne, kann ich nicht verbinden. Doch, kann ich. Dann komme ich nie wieder hier zurück, oder? Ach, Mist. Ja, weil wenn man die Kennung ändert, muss man mal noch ein paar Sekunden warten, dass der sich erstmal wieder, ja, deconnected und dann neu verbindet. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr zum Knochenwanst, oder? Jetzt haben wir nämlich 3 Portale, die Knochenwar heißen. Das ist ein bisschen schlecht. Ach, shit, hätte ich mal noch 1 Sekunde gewartet. Wir gehen jetzt nochmal hier durch. Aber wir kommen jedes Mal wieder hier raus. Ach, shit. Ich wusste auch gar nicht, dass man 3 Portale connecten kann. Anscheinend deconnectet es dann immer einen. Ah, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was macht man jetzt am dümmsten? Eigentlich. Ich kann ja keine Kennung ändern. Ja, wir müssten noch ein Portal bauen.
Ja, wir müssen noch eins bauen, was wir so nennen, dass wir dann wieder zurückkommen und das andere wieder umbenennen. Irgendwie so müsste es doch funktionieren, oder habe ich gerade einen Denkfehler? Ach Mist, schade. Läuft ja richtig gut hier. So, dann brauchen wir, ich hoffe mal, dass wir noch genügend haben. Sortlingkerne hatten wir 2 gebraucht. Dann brauchen wir, ich weiß nicht, 10 oder 20. Ich nehme jetzt mal die 50 mit und Edelholz noch. Ich glaube, die 11 Stück werden nicht reichen. 20 Edelholz brauchen wir natürlich. Wir haben aber auch keins mehr rumliegen. Oh. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal schnell sammeln gehen. Tut mir leid. 2 Sekunden abwarten und der ganze Mist hier wäre nicht gewesen. Aber ja, manchmal ist es halt so. Warum hat der nicht getroffen? Das halte ich für eine Lüge. So, ich habe keine Axt dabei. Ach Mist. Ach Manu. Da ist die Vorfreude gerade so groß gewesen, dass der Mod funktioniert und zack, passieren Fehler. Ja, jetzt lass mich mal überlegen. Wir müssen irgendwie... Ja doch, wir kriegen das hin. Wir bauen hier ein Portal. Und nennen das erstmal ABC. Hä? Wo ist meine Axt? Die hier vorne mit in so einer... Ah, geil, gleich verbessert. In so einer unbenannten Kiste. Dächte eigentlich, ich hatte sie gerade gesehen irgendwo. Hä? Wo habe ich die hingeworfen? Meine Axt. Verdammte Axt. Wir haben ja noch eine ganze Menge Kohle. Das wusste ich auch nicht. Ich werfe die doch nicht mit in solche Truhen hier rein. Aber ich hatte die auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, gerade eben schon gesehen, als wir hier in irgendeiner Truhe waren. Müssen jetzt nochmal alles durchgucken. Bin ich doof? Muss die doch hier irgendwo haben. Hier ist nur die Spitzhacke. Hier ist gar nichts. Ich habe doch jetzt alles durchgeguckt. Hier ist der Flug. Ich habe sie definitiv nicht einstecken. Bin ich verwirrt? Ich bin verwirrt. Hilfe, Leute. Ach, hier. Habe ich die denn gerade eben nicht gesehen? So, jetzt hau die mal hier hin. Die Fackel brauchen wir nicht. Ja, also wir machen hier erstmal ein Portal. Das nennen wir ABC. Und das bleibt unconnected. Dann reisen wir wieder zu den Ebenen. Wir nennen das ein ABC um. Dann können wir wieder zurückreisen. Und dann haut das ja so weit hin. So, dann kriegen wir das ja doch noch gelöst. Ich hatte schon Angst, wir müssen jetzt... Das wollte ich nicht. Wir müssen jetzt irgendeinen Weg wieder komplett laufen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Gib mir dein Fleisch. Wir haben jetzt zum Glück noch eine ganze Menge umgeworfene Bäume, dann dauert es nicht ganz so lange. Und ein paar Pilze. Vielen Dank. Ist das normal? Nee, das Edelholz. Naja. Finde ich komisch, dass es da nicht dasteht. Dass nur Holz da steht. Verwirrt manchmal. So, wie viel haben wir jetzt? 17, 20 brauchen wir. Also das Ding noch klein hacken. Ah, dann haben wir eh gleich noch ein Portal, ist ja auch nicht so verkehrt, da müssen wir da nicht andauernd die Kennung umändern. Irgendwann wäre eh der Tag gekommen, an dem ich vergessen habe, wie ich es genannt habe. Und dann bist du ganz schön am Arsch, dann musst du erstmal wieder schauen, dass du irgendeine Folge findest, wo du da durchgelaufen bist. Und den Namen erkennen kannst. Obwohl man sich Knochenwanz jetzt prinzipiell schon merken könnte, aber ihr wisst... Vergesslichkeit ist eine meiner Stärken, sage ich auch immer so im Vorstellungsgespräch. Zack, so, das nennen wir jetzt einfach ABC. Dann gehen wir hier durch. Also einen kleinen Tick schneller könnte das mit dem Teleportieren schon gehen, aber ich will mich nicht aufregen. So, dann nennen wir das Ding ABC. Jetzt muss man halt erstmal warten. Muss ich es jetzt hier auch nicht nochmal... Bleibt gleich so. Naja.
Lauf mal durch. Da müssen wir jetzt eigentlich durch das rechte Portal rauskommen. Ich dachte eigentlich, dass das früher so war. So, was heißt früher, aber... Ja, wir kommen durchs rechte Portal. Dass es dann erstmal aufgehört hat zu leuchten und sich wieder neu verbinden musste. So, im Knochenwanz ist nicht verbunden. Oh nein. Also entweder haben wir dolle Pech und die haben unsere Kiste und unser Portal weggerissen. Ach Leute. Aber es hieß Knochen war, das weiß ich auf jeden Fall. Wir nennen das jetzt mal Knochenöl. Oder nur Knochen. Wir nennen es nochmal um. Das sieht nicht gut aus. Oh Gott, aber wir kommen doch überhaupt nicht mehr da runter. Och Leute, jetzt freue ich mich so, dass wir uns teleportieren können. Ach, na super. Hier sind die Ebenen, da drüben ist Knochenwanz. Das können wir auch nicht laufen. Ach Mist. Jetzt wollte ich so schön mit euch alles upgraden in der Folge hier, weil ich mich so gefreut habe. Jetzt geht alles schief. Entweder habe ich es jetzt irgendwie verkackt mit den Portalen, dass der irgendwie durcheinander gekommen ist, oder die haben unser Zeug weggerissen. Wenn natürlich das ganze Eisen weg ist, haben wir ein mittelschweres Problem. Ja gut, einziger Weg. Wir teleportieren uns zu den Ebenen, nehmen genügend Zeug mit, dass wir ein Boot bauen können und fahren das kleine Stück hier noch. Vielleicht könnte man auch irgendwie hier durchlaufen. Ich habe halt keine Ahnung, ob hier irgendwo Wasser kommt. Also hier ist ja auf jeden Fall Wasser. Wollen wir es probieren mit Laufen? Denkt ihr, es ist schneller? Wenn wir jetzt nochmal eine Runde schlafen gehen und einfach rennen? Und die Sache ist, dann kommen wir ja auch wieder nicht zurück. Dann müssten wir wieder Zeug für ein Portal mitnehmen, falls das nicht mehr da steht. Das heißt, wir müssten das jetzt... Ich nenne es jetzt einfach mal um, vorsichtshalber. Und wir nennen das mal Sumpf. Nee, nicht Sumpf. Sumpf. Ach ja, dann haben wir aber auch wieder nicht genügend Edelholz. Ach Mann, das ärgert mich gerade. Was macht man jetzt am dümmsten? Was wird wohl schneller sein? Teleportieren und Boot bauen? Also, ach, so ein Boot. Was hat denn das wieder gekostet? Bronzenägel, ne? Ja, auch Edelholz. Ach nee, doch nicht. Ah doch, 30 Edel, oh Gott. 80 Bronzenägel. Wir können uns zwar jetzt teleportieren, haben bestimmt dann noch genügend Bronze da, aber... nee. Wir gehen jetzt Edelholz sammeln. Dass wir nur für den Fall der Fälle noch genügend Edelholz einstecken haben, um noch ein Portal zu bauen. Dann schlafen wir eine Runde. Und ja, dann müssen wir an den sauren Apfel beißen und einmal da runterrennen. Das tut mir echt sehr leid. Aber anders geht's jetzt leider nicht. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber wenn es sich jetzt gar nicht mehr verbindet, glaube ich fast eher, die haben es weggerissen. Jetzt natürlich komplett da runterlaufen, um dann festzustellen, dass auch die Truhe weg ist. Und wir hatten so viel Eisen da drin. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber es waren noch bestimmt 30, 40 Eisen oder sowas. Wir hatten ja einmal 20 in der Truhe gefunden, dann haben wir ja auch so relativ viel abgebaut. Also ich glaube so um die 40 Eisen waren da bestimmt drin. Sich das natürlich jetzt die Trogger gesnackt haben. Wenn wir da ankommen und da kommt Trogger mit Eisenrüstung, dann wissen wir Bescheid. Ja, na gut, wir können es nicht ändern. Aber jetzt noch ein Boot bauen, das ist halt doch irgendwie... Upp. Einerseits kostet es eine ganze Menge. Und wenn man nicht gerade Rückenwind hat, ist man... Was war denn das? So, ist man mit dem Boot eigentlich auch nicht wirklich schneller als zu Fuß. Eiktür haben wir ja, haben jetzt nicht unbedingt die beste Ausdauerkombination, was Essen angeht. Aber egal, wir machen das schon. Naja, dann werden wir es die Folge wahrscheinlich nicht mehr schaffen, die ganzen Upgrades durchzuführen. Aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil dann kann ich nach der Folge nochmal kurz nachschauen, wie wir das Schwarzmetall verarbeiten. Es wäre ja schon schlau zu wissen, wie viel Schwarzmetall kostet so ein Streitkolben, wenn es den als Schwarzmetall-Streitkolben gibt, aber ich denke ja. Na, dann können wir halt nochmal überlegen, wollen wir wirklich den Streitkolben jetzt hochleveln? Oder holen wir uns lieber, was weiß ich, wenn das Ding jetzt nur 10 kostet, fehlt uns ja bloß noch eins. Holen wir uns lieber das eine Schwarzmetall noch.
und machen dafür einen Schwarzmetall-Streitkolben. Also ist das gar nicht so verkehrt. So, wir haben aber mittlerweile auch schon wieder ganz gut was an Fleisch zusammen. Das freut mich. Ich möchte es aber nicht erst kochen, sondern ich möchte eigentlich so schnell wie möglich mit euch los. So, wir brauchen das Edelholz. Ein bisschen normales Holz auch, weil wir eine Werkbank brauchen. Ja. Genau, also können wir das einstecken lassen. Die Pilze lassen wir jetzt auch mal da. Wir haben genügend Zurtlingkerne, genügend Grauzwergenaugen. Wir brauchen noch zwei von denen hier. So, wir sind gewappnet. Der Honig. Wie viel macht denn so ein Pilz? Der macht 20 Ausdauer und Honig macht 20 Ausdauer. Okay, nimmt sich also nichts. So, nein, jetzt nicht verkacken hier. 15 Minuten knapp haben wir ausgeruht. Wir müssen mal gucken. Wir müssen hier auf jeden Fall nach rechts. Hier runter. Und dann hoffen, dass wir da unten irgendwie rauskommen. Ich würde ganz gerne... Na gut, das wird alles Sumpf sein. Dann müssen wir durch den kompletten Sumpf. Ich habe natürlich auch keinen Giftwiderstand mitgenommen. Na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Könnte spannend werden. Sprinten auf 50. Auch nicht schlecht. Ja, das trainiert man ja so oder so komplett nebenbei. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Dann decken wir gleich noch ein bisschen Karte mit auf. Oh nein. Nicht Gebirge. Hier haben wir noch ein Häuschen. Ja, gucken wir jetzt nicht rein. Ich möchte jetzt die Eiktürzeit, die wir haben, die guten 4 Minuten noch nicht vergeuden. Ja, natürlich ärgerlich, wenn hier unten irgendwo Gebirge kommt und wir kommen nicht weiter. Aber man schafft halt doch gerade mit Eiktür echt eine ganze Menge in kurzer Zeit an Weg. So, dann müssen wir kurz wieder ein bisschen aufladen. Ja, schaut mal, wie lange wir jetzt schon sprinten konnten. Das ist schon mega geil. Dann hauen wir hier noch ein Würstchen nach. Dann wird die Ausdauer, der Ausdauerbalken noch ein bisschen länger. So, mal schauen. 2,5 Minuten haben wir noch in der Folge. Vielleicht schaffen wir es noch bis runter, aber ich glaube nicht. Ja, die ganzen Gegner lassen wir jetzt auch mal außen vor. Oh, hier kommt Wasser. Ich muss wieder ein Stück weiter links laufen. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass das mit dem Mod geklappt hat. Ich hatte auch ein bisschen überlegt, so, weil ich eigentlich nicht so der Riesenfreund davon bin, irgendwelche Spielmechaniken zu ändern. Und eigentlich auch immer versuche, alles so zu spielen, wie das Spiel das einem vorgibt oder sich die Entwickler das gedacht haben. Ich muss sagen, in der Hinsicht macht das halt wirklich Sinn. Weil sonst müssen wir die ganze Zeit jedes Mal so viel laufen. Wie gesagt, es gab noch andere Tricks mit, also, ja, Tricks in Anführungszeichen, andere Möglichkeiten vielleicht besser gesagt. Dass man halt eine neue Karte erstellt und da was sammelt und ja, keine Ahnung. Ist dann vielleicht nicht ganz so viel Eingriff ins Spiel. Das hatte mir auch jemand geschrieben. Wie gesagt, nächste Folge blende ich euch alle mal ein. Dann sollte ich das zeitlich mal wieder schaffen, das rauszusuchen, zu screenshotten, um mit reinzuschneiden. Aber ich muss sagen, ich finde den Weg hier um einiges einfacher. Weil dann können wir auch zwischen unseren beiden Basen hin und her teleportieren, hin und her transportieren. Das ist echt schon Gold wert. Ich meine, die Arbeit hat man ja trotzdem noch, man muss es irgendwo abbauen, man muss es sammeln, man muss es transportieren. Also stellt euch mal vor, gerade mit dem ganzen Eisen, das wiegt ja auch ohne Ende was. Soll ich mir da so einen Karren bauen und dann erstmal 4 Stunden lang mit diesem Karren unterwegs sein, der mir bestimmt 3-mal aller 2 Minuten irgendwo abschmiert, weil ich irgendwo hängen geblieben bin? Nee, das kann irgendwie nicht der Weg sein. Wir wollen ja auch vorankommen. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile doch sehr glücklich mit der Lösung. Ganze Menge Spawner hier unterwegs.
Ich hoffe mal, dass wir es noch einigermaßen im Hellen schaffen. Aber irgendwie habe ich schon ein bisschen die Befürchtung, weil hier ist überall Wasser. Ich glaube, da vorne endet die Insel und dann haben wir ein Problem. Och nö. Ich dachte echt, hier gibt es vielleicht irgendwie einen Weg runter. Das wäre doch mal geil gewesen. Ich hoffe. Vielleicht kommen wir hier irgendwie noch ein Stückchen links. Wir laufen mal zum Ufer. Ah! Ah, wir sind ja schon in den Ebenen. Ach du Scheiße. Zwei Moskitos. Shit. Eine ist weg. Ah, nein. Oh, wir müssen hier weg. Wir müssen hier unbedingt weg. Ich glaube, jetzt sind wir wieder im dunklen Wald. Ich glaube, die haben uns jetzt in Ruhe gelassen. Nein, haben sie nicht. Shit, 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 shit. Wir müssen weg, wir müssen weg. Wir sind gleich tot. Ach, das gibt's doch nicht. Nein, jetzt kommt hier noch... Oh Gott, nicht noch vergiften, bitte. Todes Kito, kümmere dich um die Kräulinge oder was auch immer. Ach du Scheiße. Mir war gar nicht bewusst, dass wir schon in den Ebenen sind. Oh, 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 nein. Okay, ich glaube, wir haben es abgelenkt. Ach man, das Spiel macht uns das Leben heute aber auch schwer, oder? Wir sind schon wieder bei fast 2 Überminuten. Wir müssen jetzt erstmal Schluss machen. Mal gucken, ob wir hier noch durchkommen. Aber 2 von den Biestern auf einmal und dann noch so überraschend war ein bisschen viel. Danke erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.